Zweitens möchte ich jetzt auf die Frage eingehen, was denn die Kennzeichen der Sozialwirtschaft, um dann zu dem Punkt zu kommen, wie die heutigen Organisationen, soziale Organisationen durch Hybridität und durch Multirationalität gekennzeichnet sind. Was ist der Ausgangspunkt? Wir haben es mit Trägern und Einrichtungen in der Sozialwirtschaft zu tun, die stärker ökonomische Rahmenbedingungen umsetzen müssen, die beachten müssen und sich auch an dem marktwirtschaftlichen Wettbewerb ausrichten müssen. Also es gibt eine Betätigung auf sozialen Märkten. Darüber hinaus ist aber auch die Finanzierung immer noch sehr speziell für den Bereich der Sozialwirtschaft, also ein weiteres Kennzeichen. Wir haben es hier mit einer kleinen Anzahl von Monopolanbietern zu tun. Im sozialrechtlichen Dreieck wird das auch als Leistungsträger bezeichnet, die gewissermaßen die Leistungen refinanzieren und auch die Mittel zur Verfügung stellen, aber immer eine Bewerbung notwendig ist oder die Leistung beantragt werden muss oder es muss gegebenenfalls auch eine Leistungsvergütung berechnet werden und vertraglich auch geregelt werden. Also Leistungsentgeltverträge beispielsweise geschlossen werden. Alles das ist sozusagen eine hohe Abhängigkeit und man würde hier von einem Monopolmarkt sprechen. Zu einem Großteil, nicht nur, aber hauptsächlich. Darüber hinaus gibt es, und das sind jetzt Konsequenzen, die sich daraus ergeben, gibt es die Notwendigkeit, sich stärker mit Managementkompetenzen auseinanderzusetzen. Also Sie in Ihrer Ausbildung erlernen genau deswegen auch verschiedene Managementgrundlagen, weil das notwendig ist, um zukünftig in der Einrichtungsleitung auch die Arbeit zu versehen, beziehungsweise entsprechend den Job auch gut zu machen. Und das gehört genauso gut zum Berufsbild mit dazu, wie die Professionalitätsgrundsätze der sozialen Arbeit oder andere dergleichen. Darüber hinaus gilt es immer, einen Fokus darauf zu nehmen, dass man die Ressourcen im Blick hat. Das heißt also, der effektive und effiziente Einsatz von Ressourcen muss in den Blick genommen werden. Das heißt, wir müssen uns mit Fragen der Finanzierung, Fragen der Investitionsrechnung, Fragen des Controllings und verschiedenen anderen dieser Hard Facts auseinandersetzen, um Einrichtungen der Sozialwirtschaft überhaupt betreiben zu können. Es gilt ebenso mit der Akquise von Mitteln. Ich habe das an anderer Stelle schon mal erwähnt, dass insbesondere wir mit einem Welfare-Mix, also mit einem Mix aus unterschiedlichen Finanzierungsquellen zu tun haben und entsprechend auch verschiedene Mittel jenseits der öffentlichen Mittel, auch private Mittel oder auch Spenden und dergleichen akquiriert werden müssen. Und darüber hinaus gilt es darum, gleichzeitig auch noch den Blick zu öffnen für die Mitarbeitenden in der Einrichtung, die unter enormem Stress und unter enormen sozusagen Belastungen ihre Dienste versehen. Und auch die Arbeitskräfte müssen sozusagen entsprechend entwickelt werden. Müssen Möglichkeiten für Weiterbildung, für Karriereentwicklung und dergleichen geboten werden. Alles das sind sozusagen die besonderen Kennzeichen und Herausforderungen in der Sozialwirtschaft aktuell. Das bringt mich zweitens zu dem Punkt, dass das Sozialmanagement, also die Lehre darüber, wie das Management sozialer Einrichtungen umgesetzt werden kann, eine Hybridfunktion hat. Damit ist gemeint, und da gehe ich hier auf eine Grafik von Volker Brinkmann ein, der Wöhle zitiert, dass man das Sozialmanagement in die Mitte des Aktionsfelds stellen sollte und dann überlegen kann, welche anderen Bereiche sind denn mit zu beachten? Also wo gibt es denn diese Hybridität und Zusammenführung? Das sind, wenn man jetzt den oberen Kreis sich anschaut, vor allem die Volkswirtschaftslehre, Managementlehre, Betriebswirtschaftslehre, die Grundlagen bieten, was denn an Wirtschaftlichkeitserwägungen in der ja, Gestaltung von sozialen Organisationen beachtet werden soll. Darüber hinaus sind, und jetzt schaue ich an den unteren Teil dieses Kreises, es sind so, darüber hinaus aber auch sozialpolitische, rechtliche und verwaltungsbezogene Grundlagen, die notwendig sind. Darüber hinaus braucht es ein Sozialwissen, so ist es hier, sozialwissenschaftliches Wissen. Es braucht sozialwissenschaftliche Grundlagen, wie zum Beispiel aus der Arbeits- und Organisationspsychologie, um zu verstehen, wie Personalentwicklung, Personalführung, Organisationsentwicklung und dergleichen zu denken sind. Und natürlich darüber hinaus hat die Disziplin der sozialen Arbeit einen maßgeblichen Einfluss zu überlegen, wie können wir auf der einen Seite sozusagen die Professionalitäts- und Qualitätsverständnisse der sozialen Arbeit und auf der anderen Seite die ökonomischen Rahmenbedingungen zusammenführen, sodass sich das nicht gegenseitig ausschließt, sondern wie ein
wie zwei Zahnräder, die ineinander greifen, zusammengeführt wird. Die Herausforderungen, die sich für die Sozialwirtschaft oder Unternehmen der Sozialwirtschaft ergeben, sind aus meiner Sicht zweiteilig. Auf der einen Seite kann man von Multirationalität, auf der anderen Seite von Hybridität sprechen. Was ist mit diesen Konzepten gemeint? Beginnen wir mal mit dem ersten. Multirationalität, das ist ein Begriff von Rüegg, Sturm und Schädler, die sich mit der Frage auseinandergesetzt haben, wie können die verschiedenen Rationalitäten, also die verschiedenen Ansprüche, Zielstellungen, Wünsche, Interessen, die innerhalb einer Organisation existieren, denn zusammengedacht werden. Und sie meinen, dass dauerhaft und zeitgleich immer mehrere dieser Rationalitäten und Logiken existieren und durchaus es auch zu Widersprüchen kommen kann in einer Organisation. All das gilt es zu managen, all das gilt es sozusagen in den Blick zu nehmen, und es wird gemeinhin sozusagen als Multirationalität beschrieben. Zum Beispiel braucht es sozusagen, gibt es verschiedene Fachsprachen in der Einrichtung, das heißt, wenn interprofessionell zusammengearbeitet wird. Es gibt unterschiedliche Stakeholder-Interessen, das heißt also Mitarbeitende haben bestimmte Interessen, die sie vertreten, die Leitung hat ein Interesse, was vertreten wird, die Klienten haben Interessen und Wünsche, es gibt noch Rahmenbedingungen der Politik und Ökonomie zu beachten. Also alles das sind sozusagen unterschiedliche Aspekte, die gleichzeitig und immer mitgedacht werden müssen, wenn es um Problemstellungen im Alltag geht. Neben der Multirationalität gibt es noch ein anderes Prinzip, nämlich die Hybridität, die stärker auf den Autoren Ewert und Evers zurückgehen. Mit Hybridität ist gemeint, und der Begriff Hybridität kommt aus den Kulturwissenschaften und meint, dass Dinge miteinander zusammengeführt werden, ineinander fließen und es zu Überschneidungen kommt. Hier im Kontext sozusagen der Sozialwirtschaft gesprochen, heißt das, es geht um den Einfluss unterschiedlicher, wechselseitig sich bedingender Werte und Logiken, die aber nicht innerhalb einer Organisation nur existieren, sondern auch zwischen den verschiedenen Sektoren der Gesellschaft. Und mit Sektoren der Gesellschaft ist gemeint, dass es einerseits sozusagen soziale Leistungen im sozialen Markt gibt und gleichzeitig aber auch der öffentliche Bereich mitgedacht wird, also der Kostenträger bzw. die öffentlichen Einrichtungen, die diese Leistungen finanzieren. Und darüber hinaus kann es natürlich auch noch ein anderes gesellschaftliches Interesse geben, nämlich wie die Leistungen angeboten werden und wer die Bedürftigen sind. Es gibt die rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten. Das wäre sozusagen der Bereich der Jurisprudenz. Und so könnte man dieses Beispiel dann noch weiter spinnen. Was hier zu beachten ist, ist, dass mit Hybridität sozusagen nicht das Organisationsgeschehen betrachtet wird, sondern sozusagen werden die verschiedenen Sektoren der Gesellschaft in den Blick genommen. Also freie Träger und sind zusammengeschlossen zu Wohlfahrtsverbänden und die Gemeinwesenarbeit wird im weitesten Sinne auch als hybride Arbeit gesehen, weil hier sozusagen verschiedenste Organisationen, ob das die Stadt ist, ob das ein freier Träger ist, ob das Kommunalverbände sind und dergleichen mehr, hier muss, um ein soziales Problem anzugehen, die Hybridität beachtet werden, also die Zusammenarbeit aus unterschiedlichen Sektoren organisiert werden. Was sind die Konsequenzen, die sich daraus ergeben? Einerseits, da bin ich vorhin schon mal drauf eingegangen, sind sozusagen Ressourcen aus unterschiedlichen Quellen zu nutzen. Das überspringe ich jetzt gleich nochmal. Dann zweitens müssen verschiedene Interessensgruppen miteinander ausgehandelt werden. Im Sinne des Partizipationsprinzips und der Beteiligung von unterschiedlichen Interessensgruppen ist es hilfreich, hier sozusagen auch Selbstvertretungen in Organisationen zu organisieren. Darüber hinaus muss man sozusagen die Formalziele mit den anderen Zielen, mit den ideellen Zielen abwägen. Das heißt also, auf der einen Seite gibt es natürlich eine Gewinnerzielungsabsicht. Das heißt, wir müssen am Ende des Jahres mindestens plus minus null, vielleicht auch eine schwarze Zahl geschrieben haben. Gleichzeitig aber auch müssen wir unseren ideellen Auftrag, also unseren Zweck der Einrichtung umsetzen. Und darüber hinaus gibt es die Corporate Identity zu beachten, ein Begriff, der stärker sozusagen aus der Marketingsprache kommt. Damit ist gemeint, dass wir unsere Organisation nach innen und nach außen vertreten müssen und es sich ein Organisationsbild sozusagen entwickelt. Wofür stehen wir? Was ist unser Auftrag? Wer ist unsere Zielgruppe? Wie sieht unser Leitbild beispielsweise aus? Das bekommt zunehmend an Bedeutung, insbesondere in der Abgrenzung zwischen Einrichtungen und in ihren jeweiligen Arbeitsfeldern.